Wenn man ein schmetterlingsfreundliches Blumenbeet anlegen möchte, dann gibt es vielfältige Möglichkeiten dafür. Man muss den Schmetterlingen letztendlich irgendwas bieten, damit sie in dieses Blumenbeet einziehen, wenn man sie beobachten möchte oder sie sich dort aufhalten sollen oder man ihnen etwas Gutes tun möchte. Das heißt, im Wesentlichen suchen sie eine Möglichkeit, Nahrung zu finden oder ihren Nachwuchs großzuziehen, indem sie ihre Raupen oder ihre Eier ablegen können, die Raupen sich dort entwickeln können. Das kann man machen mit einjährigen Blumen, das kann man machen mit Stauden, mit Gehölzen. Da gibt es eben viele verschiedene Blütenpflanzen, die Schmetterlinge anlocken. Fangen wir mal mit den einjährigen Blumen an. Da gibt es vor allem Arten, die so etwas längere Blütenröhren haben. Die werden gerne von Schmetterlingen und Faltern besucht. Das sind zum Beispiel Lantanen, die wirklich regelmäßig voll sitzen mit Schmetterlingen. Es sind ungefüllt blühende Sommerastern. Zinien sind sehr, sehr beliebt bei Schmetterlingen. Und ich sag mal, auch viele andere Pflanzen, die nicht als klassische Schmetterlingsblume gelten, werden häufig von denen mitbesucht. Bei den Stauden ist die Auswahl besonders groß. Man sieht hier vor uns einen Phlox, der auch diese längeren Blütenröhren hat. Der wird sehr gerne von Schmetterlingen besucht. Alle Arten von Disteln sind sehr bevorzugt bei Schmetterlingen. Wir haben auch zum Beispiel den purpurroten Sonnenhut im Garten, der wirklich regelmäßig Landeplatz für eine Vielzahl von Schmetterlingen ist, weil die Blütezeit besonders lang ist und eben auch besonders lang die Möglichkeit bietet, dort Nahrung zu finden. Die Folmari-Sorte heißt dort sogar schon Papallo, wie der Schmetterling auf Spanisch. Von daher, das deutet schon darauf hin, wie beliebt diese Staude bei Schmetterlingen ist. Dann gibt es auch noch Gehölze, die attraktiv sind für Schmetterlinge. Als allererstes wäre da zu nennen der Schmetterlingsflieder. Und diese Exemplare kennt man ja häufig aus Gärten und Parkanlagen, wo sie durchaus so 3-4 Meter Höhe erreichen können. Das ist für viele Hausgärten ein bisschen zu viel, das Gute. Deshalb gibt es mittlerweile auch Züchtungen im Angebot, die niedriger bleiben, die kleiner wachsen. So wie hier Summerbird White als Zwergform, die etwa 1 Meter Höhe erreichen im ersten Jahr. Und daher auch in kleinere Beete und Gärten hineinpassen. Die blühen auch den ganzen Sommer über. Und sobald man dann die Bedingung hat, dass Schmetterlinge fliegen, werden die den auch besuchen. Generell muss man sagen, wenn man Schmetterlinge anlocken will, sollte man diese Pflanzen in eine Ecke setzen des Gartens, wo sich Schmetterlinge auch gerne aufhalten. Das sind also tendenziell eher die etwas wärmeren Stellen, die etwas windgeschützt sind und dadurch eben auch für die Schmetterlinge mit ihren großen Flügeln auch gut geeignet sind, um sich dort aufzuhalten. Zum Beispiel vor so einer Hecke, die etwas Windschutz bietet und dann ein bisschen nach Süden ausgerichtet oder vor einer warmen Hauswand. Das bietet sich besonders gut an für Schmetterlinge. Kalte, windige Ecken oder im Vollschatten ist daher nur so bedingt attraktiv. Allerdings sollte man auch nicht vergessen, vielen von uns sind nur ca. 10 wunderschöne bunte Schmetterlinge im Garten bekannt. Es gibt in Deutschland mehrere tausend Arten, die sich hier tummeln. Viele von ihnen leben im Verborgenen nachts und auch die besuchen Blumen und Blüten und suchen auch Möglichkeiten, ihren Nachwuchs großzuziehen. So wie zum Beispiel auf einer ganz ordinären Brennnessel über 50 Schmetterlinge leben können in Form ihrer Raupe und diese auch benötigen, um sich fortzupflanzen. Deshalb mein Appell nochmal: So einen Garten, in dem man Schmetterlinge haben möchte oder so ein Blumenbeet, darf auch ruhig mal so ein ganz bisschen Unkraut haben. Da darf auch ein bisschen Restholz sein oder mal eine Brennnessel wachsen, weil auch das für viele Schmetterlingsarten wichtig ist, um sich gut zu entwickeln.